Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie haben sich das vorherige Video angesehen, wo ich zwei Spiele von Boom Games vorstelle, einem russischen Developer, der Maps macht, wo man rumlaufen kann. Und auch hier sehe ich, dass Maps das erste sind, mit begrüßt wird. Allerdings gibt es diesmal eine Person, möglicherweise eine Story oder zumindest Dinge, die man tun kann, denn all dies hatten die zwei anderen Spiele nicht. Gut, Post-Apocalyptic, Dead Suburban, Underground, Dirty Slum, Cyber City. Das klingt doch nett und ich kann doch das auswählen. Ich drücke mal hier drauf. Es passiert nichts, wenn ich drauf drücke. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, Suburban. Suburbia ist ein Ding, das mich fasziniert. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ne, würde ich in klassisch amerikanischem Vorort der 50er Jahre leben. Würde jeden verdammten Samstag mit meiner Pfeife draußen stehen und den Rasen mähen. Und ich hätte ja gedacht, dass ich mir mich aussuchen kann oder so. Und die Frau, die ich eben gesehen habe, sah anders aus. So, ich habe Health Points unten oder einen ganzen Ausschlag sogar. Ich habe Ausschlag! Ja, und befinde mich jetzt hier in Suburbia. Und die Map sieht doch eigentlich wieder mal ganz nett aus. Warum kann ich hier eigentlich nicht rumlaufen? Warum muss ich in diesen tristen russischen Umgebungen rumlaufen? Und jetzt habe ich hier American Suburbia. Ah, ich kann Tab drücken. Switch Weapons. Equip Weapon. Interact. Reload Weapon. Web Manager. B. Melee Attack. Combine Item. Okay, ich kann eine Menge tun. So, ich hab nur keine Waffe. Das ist das Problem. Na gut, das heißt, ich renne mal hier rüber und guck mal, ob ich hier drin vielleicht eine Waffe finde. Wenn ich schon hier... Ich kann die Tür nicht öffnen, aber ich kann durchlaufen. Gilt das für alle Türen hier? Ja. Das ist die Art, wie man hier durch Türen geht. Tja, ich hätte gerne eine Waffe. Aber wenn ich 1 oder 2 drücke... Das wäre dann wohl zuschlagen und treten. Gut. Also, wenn Türen mich schon nicht aufhalten, dann werden es Zombies auch nicht tun. Stürzen wir uns doch direkt mal in den Kampf. T? Also, Faust. Ich kann eigentlich nur treten. Und da kommt jemand. Na gut, ich laufe lieber mal weg. Die Geräusche sind ja herzallerliebst. Auch die Animationen finde ich gar nicht mal schlecht. Sind irgendwie nett. So. Hier rein. Das ist total begeisternd, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, irgendwelche Türanimationen zu machen. Sondern, ja, Türen fallen um, wenn man dagegen läuft. Ich höre hier draußen eine Menge Geräusche. Können die Treppen hochkommen? Oder können sie das nicht? Also momentan kommt niemand. Ist doch schon mal gut. Da hat mich jemand erblickt. Kann man hier irgendwas durchsuchen? Garagen zum Beispiel. Ah, die geht auf. Die fällt zumindest nicht um. Hier könnte ich Pool spielen. Reizt mich. Aber keine Zeit dafür. Ja, die Musik ist auch ganz schön treibend, ne? So durch Fenster oder so kann man nicht, ne? Ist auch nicht das hier... Doch, da sind Leute. In den Räumen. So, es muss doch irgendwo... Das ist doch nicht das Haus, in dem ich war. Aber die Tür ist eingeschlagen. Ich gehe mal ganz nach oben.
Luminal, sage ich. Luminal. Gibt's Fallschaden eigentlich? Oder gibt's irgendwas in den Häusern? So ein Möbelstück vielleicht. Oder war das zu viel Arbeit? Sind die Häuser nicht dafür gedacht, dass man reingeht? Da ich aber weiß, dass ich hier schießen kann, gehe ich doch davon aus, dass ich auch irgendwo eine Waffe finde, mit der ich schießen kann. Denn das Schlagen scheint ja nicht wirklich zu funktionieren. Ich kann also nur treten. Und es hilft auch nicht viel. Also Kick Ass, das ist alles, was ich kann. Und es hat nicht wirklich Auswirkungen. Folgt mir irgendjemand eigentlich? Kann der in Häuser rein? Das würde ich jetzt gerne wissen. Das sind auf jeden Fall sehr klassische Zombies. Nämlich die Sorte, die nicht, nicht wirklich schnell ist. Willst du reinkommen oder nicht? Okay, man ist völlig sicher in Häusern. Das steigert die Spannung natürlich ins Unerträgliche quasi. Ja, wie soll ich hier nur überleben? Juhu! Ja, wirklich gruselig wäre es, wenn es zum Beispiel jetzt ein Haus ist, das nur einen... Hier sind Möbel! Ja, das nur einen Eingang und keinen weiteren Ausgang hat. Kann ich hier rüber hüpfen? Ja. Ich kann auch über alles drüber hüpfen. Das ist auch gut. Und hinein! Geht nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht ins Wasser. Das wäre zu aufwendig gewesen. Schwimmanimation. Ne? Das ist kein AAA-Game. So, kann man hier irgendwas... Kann ich nochmal gucken, was ich... Weapon Manager. Weapon Manager. Ich habe keine. Oh, guck mal, das ist... Da kann ich hier... Oh, was ich da alles kann. Melee Attack. Shoot. Aim. Reload Weapon. Interact. Equip Weapon. Tja, ist nicht. Ich wollte gar nicht so obszön nah rangehen. Ich wollte sie mir nur mal aus der Nähe angucken. Die ist so schnuckelig. Aber ich kann ihr nicht ins Gesicht gucken. Weg damit. So. Na, die Musik sagt mir, dass jetzt gleich... Was für eine Tapete. Dass gleich gruselige Sachen passieren. Die Tapete war das, was angekündigt wurde. Hier gibt es Möbelstücke. Da muss hier irgendwas Wichtiges sein. Eine Waffe vielleicht. Ja, hier liegen noch Sachen rum. Ein Controller, ein Headset. Kann ich das zerschlagen? Naja, gut. Nicht wirklich. Tja. So sieht's aus hier in Suburbia. Da brennt's! Das ist das Markenzeichen von Boom Games. Ne? Das ist irgendwo brennt. Kann ich den da vielleicht reinkicken? Ins Feuer? Und stirbt er dann? Sieht aus, als würden meine Haare brennen. Na. Offenbar nicht. Lass mich ran. Wenn ich hier stehe, könnt ihr hier nicht rüberkommen. Ja. Leute. Resident Evil Teil 9 wäre es jetzt mittlerweile. Ne? Ist hier, ne? Zwei, drei Änderungen an dem Spiel. Und wir haben einen absoluten Gewinner. Ah! Was war das denn? Ich bin über die halbe Map geflogen. Kann ich bitte diese... Ja, da ist eine Shotgun. Wie kann ich die denn aufnehmen? Ich gehe mal kurz ins Haus, damit mir niemand was tun kann. So. Du schaffst es ja fast hier rein, junger Mann, ne? Okay. Also, Switch Weapon, Equip Weapon.
Das heißt, ich muss wahrscheinlich Q drücken, wenn ich da drauf stehe. Das ist natürlich auch clever. Dann gehe ich mal kurz hier raus. Oh! Oh, jetzt bin ich wohl in der Bredouille. Ah, nee, doch nicht. Die gehen ja weg. Ich kann nicht Q drücken. Ich kann nicht Q drücken. Was mir gerade auffällt, ist, dass die Zombies nichts tun. Doch, jetzt. Jetzt fangen sie an, was zu tun. Okay, ich versuche noch eine zweite Waffe zu finden. Vielleicht hat die einen Bug. Vielleicht glitscht die. Es wird ja wahrscheinlich doch gewollt sein, dass man eine Waffe nimmt oder so, ne? Aber wahrscheinlich ist es Quatsch, die drinnen zu suchen. Ne? Waffen, die lag auf dem Müll. Kann es sein, dass das Spiel so ein politisches Statement ist? Ja? Wenn alle Waffen in den Müll geworfen werden, was dann aus der Welt wird? Sie von Zombies überrannt ist, dass man Waffen nicht in den Müll werfen sollte, sondern sie ehrbaren Bürgern geben sollte. Warum trete ich eigentlich? Warum tue ich so, als könnte ich hier irgendwas tun? Ich muss einfach nur geradeaus gehen. Spannend zu wissen, ne? Ob ich jetzt nicht erreicht werden kann, wenn ich im Auto stehe. Spoiler, ich kann nicht erreicht werden, wenn ich auf dem Auto stehe. Da gehe ich von aus. Ah, da ist eine Waffe. So. Shotgun Ammo. Ich kann nichts aufleben. So, B vielleicht. Unarmed. Nochmal B. So, E funktioniert nicht. F. Mit F kann ich mich... F steht für Crouch. Q war es irgendwie. Hätte es gewesen sein sollen. F wird nicht mal angezeigt hier, dass das Crouch ist. Ah, er ging den weiten Weg darum. Ja, jetzt geht er wieder um das Auto da hinten rum. Reload Weapon E. E ist Interact. Er geht sogar einen noch größeren Weg. Jetzt werde ich ihn austricksen. Nämlich... Da, jetzt geht er wieder darüber. Jetzt weiß er nicht, wo er hingehen soll. Ja, wenn ich hier hingehe... Der lacht. Der lacht sich kaputt. Combine Item. C. Keine Chance. D. D ist der Weapons Manager. An sich ist ja alles hier drin. Was man braucht. Na gut. Menü. Ich wette, es war nur die Map, bei der das nicht so gut funktioniert hat. Schauen wir doch mal an, wie sich Cyber City, wie das so aussieht. Ja, in Cyber City wird es doch Hightech-Waffen geben. Oh, ich bin überrascht. Hier ist ja richtig Action. So. Und da wurde mir doch gerade was angezeigt. Ach, der Schlüssel. Oh, ich muss hier einen Schlüssel finden. Den habe ich umgebracht sogar. Ich konnte es nur nicht sehen. Okay, Cyber City ist um einiges härter drauf als Suburbia. Die haben sogar Hologramme von irgendwelchen Inhalten. Hier kann ich die Waffe nehmen. So, anlegen. Ich kann sogar anlegen. Das funktioniert! Hier ist Action! So. Das heißt, ich muss jetzt einen Schlüssel finden. Kann ich zwei auf einmal erledigen? Nein. Ich bin gut in Shootern. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Was habe ich hier? Hier kann ich Waffen nehmen. So, gegen die Waffen kann ich tauschen. Equip Weapon. Unequip Weapon. Mit B konnte ich doch meine Waffen variieren. Equip.
Okay, danke. B. So. Mal gucken, ob ich jetzt weiter trete oder ob ich mit dem Messer irgendwas machen kann. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Warum nicht? Das ist eine Zeitlupenaufnahme. Ich bewege mich hier in Zeitlupe. Ich habe irgendwie ein besonderes Action. Einen besonderen Action-Modus aktiviert. Das sieht hübsch aus, ne? Wie sie da so zuschlägt. Aber ja, ich kann ihr wieder nicht ins Gesicht gucken. Es tut mir leid, lieber Zuschauer. Es liegt nicht an mir. Na komm, und nochmal treten. In Zeitlupe. Das war's. Ich kann mich aber auch nicht abwenden jetzt hier. Und die Geräusche begeistern mich immer noch. Der ist doch tot, oder? Oh oh. Ich habe keine Munition mehr. Juhu! Das Spiel macht plötzlich tatsächlich ein bisschen Spaß. Ich bin tot. Das Spiel macht so eine Art Spaß. Eine merkwürdige Art von Spaß. Aber immerhin. Ich weiß nicht, wie ich diese Zeitlupensache aktiviert habe oder wie ich sie deaktivieren kann. Jetzt liege ich hier wie eine zerbrochene Puppe am Boden. Und das Spiel lässt mich jetzt in Ruhe. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel immer langsamer wird. Kann das sein? Dass das Spiel langsam nachlässt oder so. Der hat eine coole Uhr. Tja. Ich glaube, das war's. Ja gut, eigentlich kann ich klar, nichts machen kann. Okay, da das Spiel hier zu Ende ist, also dieses Spiel, versuchen wir noch ein drittes, ne? Aller guten Dinge, ne? So, ich habe doch hier Options. Option-Video. Es steht alles auf Ultra übrigens. Das hätte ich eigentlich erwarten sollen. Tja, hier hätte ich gedacht, dass ich meinen Charakter vielleicht irgendwie ändern kann. Aber egal, worauf ich klicke und ob ich mit rechts oder links klicke, ist egal. So, was wollen Sie noch sehen, lieber Zuschauer? Apokalyptischer, Underground, Dirty Sun. Ich nehme an den Underground. So, und dann werden wir sehen, ob es genauso viel Spaß macht. Die Maps sind nett. Da lässt sich nichts gegen sagen. Oh, und da liegt auch schon die erste Waffe. Ich halte übrigens jetzt E gedrückt. Kopfschuss, geht. Also ich halte E gedrückt. Hätte ich das bei der ersten Map vielleicht auch machen sollen. Ich lasse das mal als mysteriöse Frage hier. Als mysteriöse Frage im Raum stehen. Ne, also hier kann ich einfach E drücken. So, Schrottflinte. Jetzt will ich doch mal gucken mit dem Manager. Unequip. Wo habe ich die denn jetzt? Ich will die Submachine Gun wieder haben. Okay, so. Das heißt, mit Q konnte ich die doch... Jetzt habe ich die weggesteckt. Weggesteckt habe ich sie. Ich will sie wieder in der Hand haben. Gib mir die.
Was habe ich jetzt gemacht? Kuh. Warum habe ich jetzt meine... Ich habe zwei Waffen. Die sehe ich hier. Was kann ich damit machen? Da habe ich noch 8 Schuss. Da habe ich noch Schuss. Eingabe. E. Tab. Drop. Da. Da liegt er. Und das kann ich auch droppen. So, jetzt kann ich hoffentlich beides wieder aufheben. Ja, kann ich mal. So, und jetzt? Mit 1 und 2 kann ich keine Waffen auswählen. Da sind sie wieder. In die Hand nehmen. Kann ich die bitte in die Hand nehmen? Okay, nein, kann ich nicht. Egal, was ich mache. Dann suche ich andere Waffen. Es werden schon nicht die letzten gewesen sein. Da liegt doch schon wieder eine. Nee, da liegt keine. Da drin liegt eine Waffe. Da bin ich schon wieder geschlagen. Und schon bin ich wieder tot. Ja, hätte ich mal besser meine Waffen nicht unequipped, ne? So, und jetzt war es das wieder hier, ne? Die Zombies sehen ja gar nicht mal schlecht aus hier. Also ein bisschen geisterbahnartig, aber vielfältig. Muss man sagen. Man muss sagen, dass hier die Maps und die Personen und so weiter, das ist alles nicht schlecht. Es steckt halt nur nicht wirklich ein Spiel dahinter. Würde ich sagen. So, ein allerletztes noch. Gucken wir uns das Postapokalyptische noch an. Und ich habe jetzt nur bei einer Map, nämlich bei der Cybermap, sofort gewusst, was ich machen soll. Nämlich einen Schlüssel finden fürs Auto. Und hier kann ich einfach nur geradeaus laufen, ne? Ich meine, ist Musik auch irgendwie anders hier. Ne? Also unterschiedliche Musik. Je nach Map. Das war nett. Aber die Map, die mich am meisten interessiert hätte, nämlich die Suburban Map, die hat mich am meisten enttäuscht. Nichts, was man machen konnte. 1000 Häuser, die man durchsuchen konnte und nirgendwo war was. Da lobe ich mir doch sowas hier, da ist nichts. Shotgun-Ammo. Ja, ist schön. Falls ich jemanden treffe, der eine Shotgun hat, kann ich ihm die schenken. Freut der sich. Hallo, Leute. Braucht jemand Shotgun-Ammo? Ich hoffe, dass nicht wieder so ein schnell Laufender kommt. Dann bin ich nämlich... ist das Leben vorbei. Dahin. Da sind... Sachen. Da bleiben sie zurück. So. Irgendwo eine Waffe. Das Spiel ist so ein bisschen wie Nachlaufen. Aber die Sorte Nachlaufen... Da. Nachlaufen als Erwachsener mit Kindern. Ich sollte die Munition aufbewahren. Übrigens gehe ich automatisch in diesen Zeitlupenmodus, wenn ich mehrere Schüsse abgegeben habe. Und wer nämlich gerade eben noch begeisterte, na gut, man kann so ein paar coole Aufnahmen hier mitmachen, ne? Kommt, 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 kommt. Das sieht doch nett aus. Na, ich suche ja immer nach Bildern für Thumbnails und so, ne? Und das ist es doch bestimmt. Au, jetzt habe ich mir wehgetan. Netter Bauchnabel. Tja. Oh, die Map sieht sogar richtig schön aus hier. Das ist so Halloween-artig.
Ich habe keine Munition mehr. Ich muss reloaden drücken. Reload, reload. Reload. Der kommt aus Cyberpunkhausen, der Typ. Einen Schuss habe ich noch. Ich bin stolz auf mich. So wie es aussieht. Da sind noch Waffen und Munition. Also Munition, keine Waffen. Rifle. Ich habe keinen Rifle. So langsam bekommt so ein echt apokalyptisch existenzialistischen Touch. Ich wäre gerne bei den Aufnahmen dabei gewesen, also bei den Tonaufnahmen. Die sind ganz, ganz herzallerliebst. Einen Schuss habe ich noch, ich sehe. Oh, ich dachte, hier wäre ich alleine. Da, einen Schuss. Ja, das, also dieser Zeitloop-Effekt ist super. Macht das Spiel, erhöht die Spielzeit, den Spielspaß. Ja, wer will ein Spiel, das nach 2 Stunden vorbei ist? Ne? Ich will eins, das 13 Stunden dauert, um von einer Seite der Map auf die andere zu kommen. Ja, und es sieht ja schon sehr cool aus. Das ist wirklich hübsch hier. So viel Mühe hat man sich hier gegeben. Hallo. Ich mag sie. So, und jetzt werde ich mit einem Schuss all diese Leute hier erwischen. Das sind aber doch einige sehr ähnlich hier. Da, 2 auf 1. Das muss doch ein Achievement geben. Aber jetzt mal im Ernst, ich kann diese Zeitlupe hier nicht beenden oder so, ne? Ja, dann werde ich erstmal keine Waffen zur Seite tun. Ne, die Zeitlupe bleibt. Na gut, ist das halt der Stil hier. So, wenn ich jetzt hier oben irgendwas entdecke oder jetzt da so in Zeitlupe durchs Fenster springen kann, das wäre cool. Und ja! Ne, kann ich nicht. Ja, ich bin doch halb draußen gewesen. Das Bauchnabelspiel. Ach ja. Wenn ich nicht wüsste, dass dieses Spiel auch eine normale Bewegungsgeschwindigkeit hat. Oh, einfach durch Himmel, ich bin ein Geist. Eine normale Bewegungsgeschwindigkeit hat, würde ich denken, das ist in Zeitlupe. Und das Spiel wäre besser dadurch. Da könnte man Werbung mitmachen. Ne? Dass man sich die ganze Zeit in Zeitlupe bewegt. So ein bisschen wie Super Hot, aber ohne Vor- und Zurückbewegung. Ja, also Türen halten mich nicht auf. Vielleicht bin ich wirklich tot. Ne? Und jetzt in meiner Geisterform kann ich durch alles durch. Das ist ein Assault Rifle. Und sogar ein Assault Rifle Ammo. Ich kriege immer Angst, ne, weil ich mich so langsam bewege, aber die anderen bewegen sich ja nicht schneller oder so. Süß. Was passiert denn, wenn ich hier alle erlege? Vielleicht habe ich dann gewonnen. Ich merke gerade, dass ich in Shootern gar nicht schlecht wäre, wenn alle Shooter in Zeitlupe abliefen. Kann ich das bitte beantragen? Ein Zeitlupen-Modus für alle Shooter? Ich habe mich immer gefragt, ne? Also ich
bin ja nicht mit Shootern groß geworden, bin auch kein Fan davon, aber habe mich immer gefragt, was kann man machen, um Leuten, die altern, ja, die so die 40 hinter sich haben und die 50, ne, die langsam werden und dement und übellaunig und konservativ, wie kann man für die den Spaß an Shootern erhalten? Ja, die Antwort ist in diesem Spiel zu finden. Indem man alles in Zeitlupe ablaufen lässt. Und nicht wie in, wie ist das Spiel? Nicht John Wick? Welches Spiel hat diese Killcam erfunden, diesen Modus? Also halt dauerhaft. Auch Rollenspiele, ja? Weil man kann ja auch... Gesprächen nicht mehr gut folgen. Von daher kann man auch, dann auch Gespräche in Zeitlupe machen. Also die Map gefällt mir wirklich am besten. Ich hätte gedacht, die wäre so klischeehaft, aber die sieht wirklich uralt und verbraucht aus. Ehrlich gesagt, sieht sie aus wie alle russischen Maps normalerweise aussehen. Vielleicht ist es einfach nur Russland. Das ist ein Neubau in Russland, was ich hier sehe. Und Waffen, damit wird nicht gegeizt hier. Nehmen Sie dir. Das Spiel wird immer langsamer. Immer langsamer. Kann das sein? Guck mal, dabei sieht das wirklich hübsch aus, wenn sie die nimmt. Und sexy, niedlich und Waffen ist ja auch irgendwie so ein Trope, ne? Das schon ziemlich alt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das oft mit Anime-Look verbunden ist. Und es gibt nichts, was mich mehr abturnt als das. Von daher ist es ja schön, dass ich hier dann was anderes habe. Einen normalen Look. Echten Frauen. So. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich wollte eigentlich ein zweites Spiel noch nachschieben hier. Aber ich nehme an, das bewahre ich mir auf für ein einzelnes Video, damit das hier nicht zu lang wird. Und dann werden wir noch ein weiteres Boom-Game-Spiel kennenlernen. Noch ein weiteres, in dem es um was ganz anderes geht. Vielleicht ist das genauso begeisternd wie das hier. Also auch dieses Spiel hat mich 39 Cent gekostet im Sale. Und das war es wert, würde ich sagen. Finden Sie auch? Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf. Für den Algorithmus.